In diesem Video zeige ich euch, wie man mit SketchUp ganz einfach einen Grundriss zeichnen kann. Dabei gehe ich ein auf den eigentlichen Grundriss, wie fange ich an, den zu zeichnen. Im nächsten Schritt werdet ihr sehen, wie man Türen und Fenster einbauen kann. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch ein paar Maße einzeichnen wollen und letzten Endes werden wir sogar noch Möbel reinsetzen. Bevor wir zum eigentlichen Programmablauf kommen und wie das Ganze läuft, wichtig, macht euch natürlich vorher erstmal eine Handskizze. So, jetzt will ich nicht lang rumlabern, wir kommen mal direkt zum Programm. Hier seht ihr schon, hier steht so ein lustiger Typ an der Seite, den lassen wir auch erstmal stehen. Für uns wichtig, wir wollen das Ganze in einer 2D-Ansicht machen, also einer Draufsicht. In SketchUp Free gibt es 2D in dem Sinne nicht. Mit einem Klick auf dieses Symbol Szenen und dann hier auf das Haus von oben kommt ihr aber in die Draufsicht. Das heißt, jetzt haben wir schon mal so eine Art 2D. Als nächstes werden wir mal gucken, dass die Einheiten auch stimmen. Ich will das Ganze in Zentimeter zeichnen. Bietet sich jetzt hier an. Wer es genauer haben will, kann die Millimeter auch nehmen. Dazu aufs I drücken für Modellinformationen. Hier sieht man, es ist auf Millimeter eingestellt. Ich stelle es aber jetzt auf Zentimeter ein. Okay, dann fangen wir mal an. Wir werden jetzt mal so eine Einzimmerwohnung exemplarisch zeichnen. Ihr werdet in verschiedenen Tutorials sehen, dass dort immer mit den Außenwänden angefangen wird. Das ist auch fürs Zeichnen leichter. Allerdings ist es ja so nicht immer messbar. Wenn ihr eine Wohnung habt, ja, keine Ahnung, im dritten Stock in irgendeinem verschachtelten Haus, wie wollt ihr da die Außenwände messen? Deswegen bleibe ich hier dabei, messe die Innenwände ab und wir fangen jetzt damit an, die Innenwände zu zeichnen. Und das Ganze geht so, ihr fangt an mit dem Stifttool und dann eurer ersten Wand, die ihr am besten einfach in den Nullpunkt setzt. Da seht ihr, dieser Strich kommt hier wieder auf. Unten rechts bekommt ihr gezeigt, wie weit dieser Strich ist. Könnt ihr aber auch selbst was eingeben. Ich gebe da jetzt 400 ein. So, das ist dann auch schon mal die erste Begrenzung. Dann gehen wir mal hier oben mit 150 weiter. Das sind alles natürlich Maße, die hätte ich jetzt so bei einer Wohnung gemessen. Hier mal 550. Und hier gehen wir wieder runter. Jetzt haben wir die Fläche geschlossen. Immer wenn ihr bei SketchUp eine Fläche schließt, dann bekommt ihr auch so eine Farbe. Und im nächsten Schritt könnten wir hier mal versuchen, diese Wände hier zu zeichnen. Dazu nehmt ihr einfach dieses Versatztool, das findet ihr hier in dem Reiter, Versatz. Klickt auf diese Fläche und jetzt könnt ihr die so ein bisschen aufziehen. Sagen wir mal, die Wände sind 20 cm stark, dann zeichnen wir das ein, drücken Enter, dann haben wir diese 20 cm. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Raum. Jetzt wollen wir nochmal eine Kammer einzeichnen, das ist eigentlich auch relativ einfach. Das heißt, wir können jetzt einfach hier, wir bekommen ja immer so Hilfslinien hier angezeigt, auf Kante einmal auf die rote Linie gehen, von der roten Linie auf diese Kante, jetzt haben wir die Fläche schon mal, um die Außenwand anzuzeichnen, können wir jetzt auch einfach den Cursor hier entlang führen, der rastet hier automatisch ein. So, jetzt haben wir die Wand hier auch geschlossen. Jetzt kommen wir schon zu den ersten zwei Herausforderungen, und zwar gibt es ja immer noch keine Tür in diese Kammer und es gibt auch keine Tür aus diesem Raum raus. Wir können zum einen mit dem Maßband arbeiten, das zeige ich euch mal, das heißt wir haben hier diese Kante, ziehen die jetzt runter. Und damit können wir jetzt den Abstand des Türrahmens von dieser Wand auch festlegen. Das heißt, wir sagen mal, das ist 50 cm entfernt. So, die Tür selbst hat dann eine Breite von 90 cm. So, jetzt geht die Tür in diesen anderen Raum dann nach rechts raus. Das heißt, wir nehmen diese gestrichelte Linie, verbinden hier diese Schnittpunkte miteinander und können jetzt nämlich einfach den Zwischenraum schon mal eine Wand rauslöschen. Die zweite Wand lasse ich noch drin. Das gleiche machen wir jetzt auch da unten mit einer Tür. Hier nebendran machen wir eine Einzimmerwohnung machen. Machen wir mal einen kleinen Flur noch dahin. Okay, jetzt habe ich hier schon mal meinen Flur. Jetzt langsam könnte ich auch die Übersicht verlieren. Ja, welcher Raum ist denn hier für was? Dann machen wir es mal einfach. Setzen wir nämlich hier einfach mal einen kleinen Text rein. Da gibt es ein Texttool. Sagen wir mal, das hier ist das Wohn- Schlafzimmer. So kommen wir hier so einen Text, den können wir hier reinsetzen. Dann haben wir natürlich hier drüben noch einen Flur. Dann fehlt für eine Wohnung ja zumindest noch mal ein Bad und eine Küche. Der Grundriss ist ja jetzt an sich fertig. Das heißt, im nächsten Schritt werden wir uns um Fenster und Türen kümmern. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wenn wir den ganzen Boden mit den Wänden jetzt erstmal als Komponente aufführen, dass wir später andere Sachen daran setzen können oder wegpacken können, ohne dass wir unseren Grundriss am Schluss zerschießen. Dafür werde ich hier einmal kurz diese Bezeichnung nehmen und mal ausschneiden. Die kommt da gleich wieder hin. Markiere mir alles und gehe auf Komponente erstellen. Nenne das jetzt einmal Grundriss.
Okay, die Komponente steht jetzt. Jetzt drücke ich wieder Steuerung V. Jetzt habe ich wieder meine Bezeichnung. Die setze ich wieder rein. Die soll mir jetzt nur helfen, dass ich immer noch weiß, wo irgendwas ist. Für die Türen fange ich jetzt nochmal bei der Haustür an. Also erstmal, wir haben gesehen, ne, es gibt jetzt hier überall einen Durchgang. Man kann hier alles erreichen. Eine Tür geht immer auf einer gewissen Seite auf von so einem Türrahmen. Das Türblatt hängt nie mittig im Türrahmen, sondern immer auf irgendeiner Seite. Das heißt, wir müssen erstmal entscheiden, Außenseite, Innenseite, wo soll unsere Tür hängen. In dem Fall ist es so, dass Wohnungstüren relativ häufig nach innen aufgehen. Das heißt, sagen wir mal so, die Tür hat ja 90 cm Breite, dann machen wir 90 hin. Jetzt führen wir hier nochmal den Halbkreis auf mit diesem Tool. Das Tool nennt sich übrigens Bogen. Und diesen Bogen werden wir jetzt so immer wieder benutzen. Das heißt, wir können den auch einfach als Komponente erstellen. Nennen wir das Ding Tür. Packen wir das Ding hier an den Ecken an, drücken vorher einmal Steuerung und dann können wir das nämlich ganz einfach kopieren. So, jetzt brauchen wir das ganze Ding natürlich auch nochmal hier drüben. Und auch nochmal hier drüben. Jetzt habe ich es erstmal nur kopiert, das sieht jetzt nochmal ein bisschen komisch aus. Wir können es jetzt nochmal drehen, dass es auch wirklich da reinpasst. Das heißt, wir werden diese Komponente hier markieren, gehen auf Drehen, klicken dann den Punkt, um den gedreht werden soll, das ist in dem Fall den, und dann passen wir die Tür hier an. Was ihr jetzt machen könnt, wenn die Tür aber eigentlich auf der anderen Seite dranhängt am Türrahmen, dann habt ihr die Möglichkeit, es zu spiegeln. Klickt mal mit der rechten Maustaste drauf. Geht auf Spiegeln entlang. In dem Fall nehmen wir die rote Komponentenachse, dann seht ihr, das Ganze ist einfach auf der anderen Seite. Das heißt, jetzt geht das Türblatt hier auf. Türen sind schon mal drin. Jetzt zur nächsten Frage, wie machen wir denn die Fenster? Die Fenster können wir jetzt wieder mit der Hilfslinie einzeichnen. Das heißt, ihr messt aus oder habt ausgemessen, wie weit ist denn das Fenster von dieser Wand entfernt. In dem Fall sind es 65 cm. Das ist ein relativ langes Fenster. Das hat nämlich 2-3 Meter. Wir verschneiden das Ganze hier wieder. Aber machen jetzt als Fenstersymbol nicht das Ganze offen, dann wäre es wieder ein Durchgang, sondern wir setzen hier so eine Mittellinie rein. Jetzt kann man sehen, okay, da soll ein Fenster sein, jetzt ist hier oben auch noch ein Fenster. Da wird gemessen von der Innenwand einen Meter. Schnittlinien hier noch reinsetzen. Verbinden. Fertig. Türen und Fenster sind jetzt eingebaut, kommen wir als nächstes zur Bemaßung. Dazu gehen wir auf das Maßband-Tool. Und klicken dann hier auf den Reiter Abmessung. Beim Reiter Abmessung ist es so, wir können jetzt hergehen und dann seht ihr so einen Punkt. Ziehen das Ganze rüber zum nächsten Punkt und können es dann nach außen oder nach innen legen. Ich werde die Abmessung außen anbringen, einfach zur Übersichtlichkeit, weil ich will ja innen noch Möbel reinpacken, sonst wird es ein bisschen viel auf einmal. Also hier auch wieder in die Ecken klicken, 450 ziehe ich außen. Das mache ich jetzt mal kurz bei der ganzen Wohnung. Und so sieht es dann aus, wenn man die komplette Wohnung bemaßt hat. Ich achte immer darauf, dass ich die kleineren Maße, wie jetzt hier zum Beispiel 250, innen hinsetze, das große Hauptmaß dann außen. An den Linien sieht man immer, bis wohin es geht. Ne? Das ist dann immer kurz vorher unterbrochen, das heißt die Badezimmerwand hier 250, hier 300. Ihr könnt es auch noch weiter spinnen und dann zum Beispiel sagen, ja, ich will aber auch den Platz hier nebendran noch bemaßt haben. Je nachdem, was ihr halt braucht. Dann geht ihr einfach her von dem Eckpunkt zu dem Eckpunkt und sagt, okay, das sind 90 Abstand. Das ist ein 90 Abstand. Das könnt ihr auch bei jedem Fenster machen, bei jeder Tür machen. Ist wirklich super praktisch. Also grundsätzlich ist es ja jetzt schon ein Grundriss. Es ist ja auch bezeichnend mit Schlafzimmer, Kammer, Flur, Badezimmer etc. Aber jetzt will ich euch nochmal als kleines Extra zeigen, wie man da auch Möbel reinbekommt. Jetzt könnt ihr natürlich auch jedes Möbelstück einzeln malen. Oder aber ihr importiert das Ganze. Hierzu klickt ihr jetzt auf dieses Symbol, das 3D Warehouse. Dann öffnet sich je nach Geschwindigkeit eurer Internetverbindung dieses Ding. Dann einfach mal 2D eingeben, dann könnt ihr das noch präzisieren. Wir wollen nämlich Möbel haben, gehen hier auf Furniture und dann auf Models. Und jetzt bekommt ihr nämlich einige 2D-Sachen schon mal angezeigt. Ein Sofa kriegt ihr schon angezeigt, da kommt ihr mal das Sofa hier hin. Download. Jetzt haben wir hier ein Sofa, das setzen wir jetzt einmal hier an die Wand. Und jetzt seht ihr auch, warum wir mit Komponenten arbeiten, weil jetzt können wir nämlich die Komponente separat anfassen, also praktisch unseren kompletten Grundriss, und können aber jetzt auch immer noch dieses Sofa, weil es kommt auch immer als Komponente hier raus, können wir dieses Sofa auch noch mit dem Verschieben-Tool ganz einfach im Nachhinein verschieben. Es gibt dann übrigens auch im 3D Warehouse ganze Collections hier von 2D-Möbeln, das kann sich dann halt auch entsprechend auch lohnen. Das heißt, hier nehmen wir mal 2D Furniture.
laden wir uns mal insgesamt runter. Dann kriegen wir nämlich jetzt hier so eine riesen Sammlung, die platzieren wir mal kurz hier oben. Und aus dieser riesen Sammlung können wir uns jetzt nämlich einmal einzelne Sachen raussuchen. Das heißt, wir nehmen dieses Ding, was nennt man noch? Ja, hier sowas wie Toilette, das dann nehmen wir noch, Dusche nehmen wir noch mit und verschieben das jetzt einfach mal in unseren Wohnraum rein. Okay, und so werde ich jetzt erstmal die ganze Wohnung kurz ausstatten, damit ihr so ein kleines Ergebnis seht. Jetzt habe ich alle Möbel reingepackt, ich habe auch schon diese Bezeichnungen entfernt und jetzt seht ihr eigentlich schon einen fertigen Grundriss. Jetzt noch einen kleinen Bonus, wer bis hierhin zugeguckt hat, dem wird das natürlich auch sehr interessieren. Und zwar, die Möbel, die ich da jetzt eingefügt habe, das sind ja nicht meine Möbel jetzt oder unbedingt die richtige Größe. Deswegen zeige ich euch jetzt noch kurz, wie man das verändern kann. Wenn ihr hier so ein Waschbecken habt zum Beispiel und stellt fest, okay, dieses Waschbecken entspricht überhaupt nicht den Größen, die ich haben will. Im Moment ist das Waschbecken nämlich 60 mal 90. Jetzt wollen wir das aber auf 60 mal 60 quadratisch bekommen, weil ihr ein quadratisches Waschbecken habt. Dazu teile ich einfach 60 durch 90, dann komme ich auf 0,6666 und so weiter. Das heißt, jetzt nehme ich einfach dieses Tool hier, klicke hier an, kann es zusammenschieben und gebe dann hier ein 0 Punkt. Wichtig, immer mit Punkt arbeiten, wenn ihr ein Komma setzen wollt. 6666 und so weiter, gibt mal ein paar Sechsen ein und schon habe ich nämlich hier ein quadratisches Waschbecken geschaffen. Und fertig ist der Grundriss. Wenn du noch mehr über SketchUp wissen willst und wie man das sehr, sehr sinnvoll einsetzen kann, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst du kein neues Video zu dem Thema. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare, ansonsten freue ich mich drauf, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ciao.